Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Monster Super League Monster Tutorial. Ja, heute steht mal ein Event Monster an. Und zwar Sherlock, dass man beim, also jetzt irgendwann im April war es, ja, im April gab es da mal ein Lupin-Gefängnis oder ein Lupin-Verlies, Gott sei Dank mal für, was ein die Möglichkeit gab, Sherlock zu bekommen. Sherlock gibt es nur in 4 Varianten. Die Dark-Variante wird da ausgelassen. Ja. Aber da würde ich sagen, da gehen wir direkt mal rein und gucken, was Sherlock von uns möchte. Hier seht ihr das nochmal. Die Dark-Variante ist weg. Dieses Astronom kann nur während einem Event erhalten werden. Wir haben 3 3-Sterne-Monster und 1 4-Sterne-Monster. Und gucken wir doch mal, was die Nettigkeit mit sich bringt. Wir haben Holzstalker, erhöht die kritischen Treffer um 50% bei Angriffen von Holzastronoms und gewährt eine 60%ige Chance, die Angriffskraft des Gegners für 2 Züge zu reduzieren. Nutzt eine geheimnisvolle Lupe, um alle Feinde mit ihrem Blick durchbohren zu können. Jeder hat etwas zu verheimlichen. Ja. Dann haben wir nochmal die kritische Stärkung, erhöht die kritische Trefferrate von Verbündeten um 15-20%. Hierbei der Feuer-Sherlock oder die Feuer-Sherlock, wir sind gar nicht aus Artwork eingegangen, es ist auf jeden Fall eine Detektivin, hat eine Mega-Lupe dabei, finde ich sehr, sehr nett gemacht auf jeden Fall, also ich freue mich, wenn ich dieses Astronom dann mal zusammenbauen kann. Ja, warum wir es zusammenbauen sollten? Einfach nur deswegen, weil wenn die kritische Trefferrate um 50% bei Angriffen von Holzastronoms erhöht ist, ist das schon mal ein netter beiläufiger Effekt gegen den Holzapophis. Genauso wie der Skill mit dem geringen Angriff sollte man auch immer mit dabei haben. Um nochmal den Angriff zu schwächen, den kann man immerhin runter machen im Gegensatz zu der Verteidigung. Ja, wir haben hier einen Angreifer, da gehen wir ganz klassisch hin. Crit-Rate, Doppel-ATK mit Crit-Damage und ATK und Crit Rate in den Subs und dann natürlich auch ein bisschen HP und Verteidigungswertung, wenn möglich in den Subs, das Ganze auch in der Sternaufwertung und wenn möglich ein bisschen Widerstand mitnehmen. Wir haben hier nochmal nur den zugefügten Schaden des Stalkers hoch, des Holzstalkers und nochmal eine passive Fertigkeitsaktivierungsrate von plus 10%, dass wir hier auf 70%ige Chance plus 2 kommen. Ansonsten ist diese Sherlock wirklich nett für diesen Apophis. Wenn das Ganze funktioniert, wie gesagt, das ist immer noch nicht ausprobiert und bewiesen, aber wenn, würde ich es auf jeden Fall so mitnehmen. Dasselbe haben wir natürlich auch dann für gegen den Feuer-Apophis gegebenenfalls. Wir haben den Feuerstalker, wir haben nochmal eine geringe Chance, den Angriff niederzumachen. So, jetzt habe ich es. Wir haben nochmal eine passive Aktivierungsrate, das Ganze auch als Angreifer, da machen wir natürlich auch Crit-Rate, Doppel-ATK, Crit-Damage, ATK und Crit-Rate in den Subs, genauso wie HP, Verteidigungswertung und ein bisschen Widerstand hier oben in der Sternaufwertung. Dann gehen wir direkt auf die Holzvariante über, aber ich glaube, da dürfte sich nicht so viel geändert haben. Ja, wo haben wir sie denn? Da. Ja, auch da haben wir dann den Wasserstalker. Wir haben auch hier wieder einen geringen Angriff. Auch der die Sherlock ist als Angreiferin gefleckt. Nochmal eine passive Aktivierungsrate von plus 10%. Auch hier Crit Rate, Doppel ATK, Crit Damage und Crit Rate und ATK in den Subs. Und ja. Und dann für den Wasser-Apophis vielleicht mal zum Mitnehmen. Dadurch, dass uns halt die Dark-Variante fehlt, fehlt uns das Ganze im Dark. wo haben wir denn unser Lichtastronomchen? Haben wir hier. Hier haben wir dann auf einmal einen komplett anderen Skill. Wir haben das doppelte Schwächen aufdecken. Gewährt eine 80%ige Chance, Schwächen des Gegners aufzudecken für 2 Züge auf beiden Skills. In den Fertigkeitsbüchern haben wir beides nochmal eine Aktivierungsrate von plus 10%. Heißt also 100% für 2 Züge. Ja, das Ganze ist hier als Angreifer geflaggt. Auch hier wieder, wir nehmen ja eine Wasserkura generell fast immer mit, außer gegen den Holztitan.
Ja, gegen den Holzapophis, da gehen wir natürlich hin und nehmen dann eher den Holzminikater mit oder solche Sachen. Ja. Und ja, was könnte man trotzdem draus machen? Eigentlich recht wenig, weil es ist wieder ein Angreifer mit Doppelschwächen aufdecken. Könnte man mit Quick-Rate und Doppel-ATK vielleicht nehmen für noch den Turm, um da ein bisschen zu unterstützen, oder mit HP und Verteidigungswertung trotzdem nochmal für den Turm. Ansonsten finde ich Doppelschwächen aufdecken eher unbrauchbar, würde ich sagen. Ja. Und wie gesagt, kurzes Video, weil es gibt nur vier Monster und weitestgehend dieselben Skills, bis auf die Lichtvariante, von der ich jetzt im Nachhinein auch eher ein bisschen enttäuscht bin. Naja, was will man machen? Ja, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt und dann hören, lesen und schreiben wir uns. Bis dann, ciao!